Moin. Ja, ich freue mich, dass du mit zugucken möchtest. Ich möchte Die Siedler spielen. Das Spiel hatte nicht so dolle Kritiken. Ein Neuanfang verheißt neue Hoffnung auf ein Leben in Frieden. Erster Akt, Allerdings Zuflucht. lasten die jüngsten Ereignisse schwer auf den Herzen der Wir Menschen. sind die Elari. Und das ist das, womit wir anfangen. So, jetzt kommt noch ein Zwischenspiel, eine kleine Zwischensequenz, wo sie sich Warum unterhalten. mussten wir sofort los? Wären wir länger geblieben, hätten wir noch viele retten können. Das war falsch. Es ging aber nun einmal nicht anders. Hätten wir noch länger gewartet, hätten wir alle in Gefahr gebracht. Wir haben sie im Stich gelassen. Familien, Freunde, Kinder. Ist euch das völlig egal? Wir haben alles verloren. Aber diese Leute hier habt ihr gerettet. Und sie brauchen euch. Und jetzt soll ich bestimmen, wie es weitergeht? Ich habe bereits versagt. Und doch wollen sie, dass ich sie anführe. Seht ihr? Genau da liegt ihr falsch. Nicht ihr allein sollt uns eine neue Heimat suchen. Wir alle teilen diese Aufgabe. Gemeinsam werden wir einen Weg finden. Und wie sollen wir das anstellen? Hm? Es ist nichts übrig. Seht euch um. Wir haben es bis hierhin geschafft. Wir dürfen nicht aufgeben. Es gibt viel zu tun. Ich brauche Zeit zum Nachdenken. Währenddessen könnt ihr ja die Insel erkunden. Natürlich. Ich werde sofort aufbrechen. Gut, dann macht das. So, ich habe meine Facecam auf halb durchsichtig gestellt. Wir müssen jetzt erstmal sehen, dass wir hier die Dorf wächst. grundlegenden Mechaniken in Gang kriegen, also Holzfäller, Sägewerk, Steinbruch, damit überhaupt hier gebaut werden kann. Ne? Wir können uns hier ein bisschen umgucken, aber wir haben hier oben erstmal Bäume. Das sind aber Bäume, die nicht nachwachsen. Ne? So, jetzt gucken wir hier mal, was haben wir hier denn? Ingenieure, die schicken wir jetzt mal los. Gebiet erweitern. Ne, da klicke ich einfach hier mal links drauf und dann müssten sie sich eigentlich jetzt hier in Bewegung setzen. Da sind sie, ne, so ein chaotischer Haufen. So, jetzt können wir anfangen hier zu bauen. Da klicken wir hier unten auf das B und errichten erstmal hier unsere erste Holzfällerhütte. Mit R können wir das Ganze drehen, aber ich will das gar nicht so dicht dahin haben. Wir haben ein Gebiet entdeckt. Und da müssen wir natürlich auch noch den Anschluss bauen hier, ne? Das kennen wir noch aus allen anderen Siedlerspielen. Ein Sägewerk. Wir können jetzt hier schon mal den Weg weiterbauen. Ne, das ist doch schon mal ganz schön. Bis dahin, das sollte erstmal reichen. Und dann bauen wir hier dran, bauen wir das Sägewerk. Das passt ja sogar wunderbar. So, und einen Steinbruch. Ne, deswegen habe ich das hier gleich erweitert, weil hier sind die Steine, die wir brauchen. Ne? Hier seht ihr, da zeigt er nichts. Das kann man nicht gebrauchen. Die Dinger hier, die müssen wir abbauen. Also sehen wir mal zu, dass wir hier den Steinbruch auch bauen. Den drehen wir gleich mal ein bisschen ein noch so. Dann ist er hier gleich mit dran und zack, fertig ist die Laube. So, dann sollen die mal erstmal ackern hier. In der Zeit bauen die hier oben schon mal weiter aus. Und wir kommen hier in einen Bereich, wo wir nachwachsenden Wald haben. Und da baue ich auch gleich eine Lass uns mal Holzfällerhütte. zum Ausbildungsgelände gehen. Erstmal warten, bis die hier so weit sind. Und bis die hier so weit sind, das dauert alles noch ein bisschen. Also von daher ist das nicht so schlimm. Aber hier können wir auch schon mal so einen Weg bauen, sehe ich gerade. Dann machen wir das mal. Zack, so, dann brauchen wir auch Häuser. Wo ist denn hier mein Wohnhaus? Da ist ein Wohnhaus. Habt ihr den Gildemeister gesehen?
So, das soll erstmal reichen. Wir dürfen nicht zu viel nehmen, sonst kriegen wir das hier nicht mehr gebaut. Ne? Wie das aussieht mit den Inhalten, hier sehen wir, wir haben hier 14 Latten nur noch und 20 Stämme. Und die Steine werden auch hier weniger jetzt. Ne? Wir haben hiervon noch gar nichts, aber das wird noch kommen. Ja. So, dann wollen wir sehen, wie weit die hier oben sind. Weil die schleppen ja auch und bauen hier auch. Ne, die hier, das sehen wir dann, wenn wir hier, hier ist 0 übrig. Ne, wenn wir hier reinklicken, sehen wir, 10 sind am Bauen. Ne? So. Holzfällerhütte ist fertig. So, dann wollen wir mal gucken. Hier habe ich jetzt draufgeklickt und kommt eine Sequenz. Einige der Schächte scheinen aber noch in Schuss zu sein. Ein paar der Förderwagen sind sogar noch voll. Offensichtlich müssen es die Plünderer sehr eilig gehabt haben. Plünderer, ah. Hm. So, das war das und jetzt warten wir erstmal, bis unsere Ingenieure alle frei sind. Da sind schon welche mit ZZZ. 2 Stück sind schon frei, 3. So, die schicken wir hier hin, rechte Maustaste und liefert Waren zum Lagerhaus. Ne, die haben wir jetzt bekommen, weil wir hier das Ding entdeckt haben. So. So, und die anderen hier. Na, die sind noch am Bauen, aber das werden gleich noch mehr. Dann nehmen wir erstmal die 2 und sagen hier besetzen. Ich kann jede Last stecken. Machen wir hier. So. Werkzeugschmiede und Werkzeug. Gildehaus und Ingenieur. So, aber ich will jetzt, dann muss das ja nicht sofort machen. Ich will jetzt erstmal hier den Weg noch weiter bauen. Ein herrlich frisches Lüftchen. Solange Frieden herrscht, bin ich glücklich. Wollen wir mal da hin, mal sehen, oder? Ja, ich mach's erstmal bis hier. Und dann wollen wir noch eine Holzfällerhütte bauen. Da muss er wieder drehen mit R. Ich drehe immer mit R hier, so, dann weiß ich wenigstens. Jo, damit. So, ne, dann haben wir auf jeden Fall immer genug Holz, weil das hier nachwächst. Das hier unten, das ist schnell weg. Und dann haben wir die A-Karte gezogen. Ne, also müssen wir gucken. So, was haben wir denn hier noch? Was haben wir da noch zum Futtern? Eine Sammlerhütte könnten wir hier eigentlich noch machen. Ist das hier nachwachsend? Ja! Warum eigentlich nicht? Arbeiten alle zusammen. Hm, na, machen wir erstmal, was wir da machen sollen. Aber hier haben wir 1, 2, 3, 4 nur. Das ist nicht so viel. Ne? Ne, mit der mittleren Maustaste können wir hier immer wandern. Und die sind schon schön am Erweitern hier, dass der Holzfäller auch zuschlagen kann. Jede Last stemmen. Verdammt, Entschuldigung. Muss mal schon Wasser trinken. So, hier sind sie schon mal die ganze Ecke weiter. So, mal rein, bis er fertig ist hier. Ah ja. So, hier werden die Bäume und alles wunderbar. Das ist ja schon mal sehr schön. So, jetzt muss ich mir überlegen, will ich hier noch eine Sammlerhütte bauen oder nicht? Eine Werkzeugschmiede. Mit einer Werkzeugschmiede sind wir hier oben eigentlich besser bedient, auch wenn die im Moment noch viel laufen müssen dahin. Aber... Das muss sofort ausgeliefert werden. Da ist sie. Nur noch eine Lieferung.
Ich werde das mal ein bisschen hochziehen, dass man da noch einen Weg zwischenkriegt. Notfall. So. Niemand ist schneller als ich. So, was haben wir hier? Wir haben wieder 3 Stück zur Verfügung. Ich sollte mal zum Ausbildungs- Dann klicken wir mal hier drauf. Besetzen. Ziehen hier mal ein bisschen dran und dann hauen wir das Ding da rein. Zack. Ne, das sind die nächsten, die dann da aktiv werden können. Und na, guck mal, das haben sie schon abgeholt hier, was hier zur Belohnung gab. Und ich schnapp mir die mal hier gleich, wenn die da soweit fertig sind. Ich habe ja der andere jetzt hingeschickt. Das ist immer so ein Kreis, der dann verschwindet, ja. Ja. Geht ihr da mal hin und die anderen, die müssen eigentlich kommen. Da sind sie. Die machen da oben weiter. Und das Gute ist, wenn sie hier lang latschen, dann sehen wir auch gleich ein bisschen mehr schon. Ja? Da geht es dann nicht weiter, aber ich will die Bäume hier noch in meinem Gebiet haben. Das geht ja auch relativ flott bei denen und... Frisches Lüftchen. Jawohl. Ein herrlich frisches Lüftchen. Ja. So. So, die Werkzeugschmiede, die ist auch schon fertig. Hier, guckt mal an. Ne? Da gibt es Holz und Stein und da sind wir ja eigentlich schon ganz gut bedient hier. So, dann... Keine Lieferung. Wollen wir mal abwarten, was wir hier gleich so alles sehen. Ne, das ist also nicht immer hundertprozentig gleich, wenn ich das richtig sehe. Was wollte ich noch mal abholen? Ja, dann. Dann werde ich hier oben... Warum fragen mich die Leute... Na, ich ziehe noch ein bisschen die Straße. Gucken hier. Ich habe das ganze Dorf gesehen. Es ist toll. Machen wir erstmal. So, dann schon ein bisschen weiter und dann muss ich mal überlegen, ob ich hier jetzt ein Lager baue. Weil da sind die Wege nicht so lang. Aha, hier ist das Werkzeug produziert. Warum fragen mich die Leute immer nach dem Weg? Und dann sollen wir jetzt noch ein Gildehaus bauen. Da haben wir aber schon keine Werkzeuge. Das heißt schon noch keine Werkzeuge. Da müssen wir jetzt warten. Aber, warte mal. Schmelzhütte, Eisenmine. Sammlerhütte, will ich die noch bauen? Nein, noch nicht. Fischerhütte, das geht alles noch nicht. Na, hier können wir abreißen, das wollen wir natürlich jetzt nicht. Ich gucke gerade mal, was wir noch alles hier zur Verfügung haben. Das Lagerhaus, was brauchen wir denn da? Ich brauche 3. Aber das ist ja besser, wenn wir das hier oben machen, dann haben wir kurze Wege. Das beschleunigt ja den ganzen Kreislauf. Na, warten wir mal ab. Jetzt bringen sie die Werkzeuge natürlich noch nach unten. Ich sollte zum Ausbildungsgelände gehen. Ah, hier müsst ihr noch was tun. Ah, hier, da werden wir wahrscheinlich noch was abbauen können. Ne, das werden wir sondieren. So, dann können wir hier ein Lagerhaus bauen. Das machen wir auch mal. Das passt ja überall. Mm-hmm.
So, das ist schon mal ganz gut. Dann geht das nachher auch ein bisschen schneller. Und ich werde dann hier jetzt das Gildehaus, da machen wir wieder 3 Werkzeuge. Aber das wird schon. Zu Anfang ist immer ein bisschen Warten angesagt. Nicht, das ist ganz klar. Wir haben ein Gebiet entdeckt. Ja, eine Entdeckung gemacht. Aha, hier haben wir wieder was. Und da müssen wir dann wieder mit zum Ingenieur. Die sind Ingenieure hin. Und dann läuft ein Timer und dann können wir Anspruch drauf erheben oder was auch immer. Und dann kriegen wir irgendwelche Belohnungen. Nur mal gucken. Ne, das geht gleich weiter hier. Ich will mal sehen, dass ich das ein bisschen forciere. Und zwar mit... Die sind am Bauen. Will ich das nicht? Ich will die nicht alle nehmen. Einer müsste reichen. Ich bin schon unterwegs. Du sollst hier besetzen. Zack. Ne? Dann zum Ausbildungsgelände gehen. Und mal gucken, ob die jetzt schon den Timer laufen lassen. Dann können wir nämlich hier draufklicken und kriegen so eine kleine. Ja, hier, da läuft er. Da läuft der Timer. Ne? Und wenn der abgelaufen ist, dann können wir draufklicken oder das funktioniert automatisch. Mal gucken. Eine Sekunde noch. Gut. Draufgeklickt und. Das sieht nicht weiter. Gut aus. Die Eigentümer müssen übereilt aufgebrochen sein. Alle Kisten sind leer, die Türen eingetreten. Und offenbar wurde alles von Wert gestohlen. Ich frage mich, was hier passiert ist. Böse Buben, ganz klar. So, hier können wir wieder was abholen oder was hinbringen, ich weiß jetzt nicht. Das werden wir aber gleich rausfinden. Was? Das sind, ach so, das sind Träger, die würde ich ja gar nicht. Solange Frieden herrscht, bin ich glücklich. Dann lassen wir die hier nochmal die paar Meter machen. Ja. Warum fragen mich die Leute immer nach dem Weg? Das läuft uns ja nicht weg hier. Keine Lieferung? So, jetzt haben wir hier. Was wollte ich nochmal abholen? Den fertig, Gott sei Dank. Vorsicht, Lieferung! Und dann wollen wir mal gucken, was haben wir hier? Hier haben wir auch nachwachsenden Wald. Und dort auch. Oh, dann können wir da ja eigentlich noch eine Holzfällerhütte hinhauen. Ich sollte mal zum Ausbildungsgelände gehen. Ob wir jemals unsere Vorfahren finden? Was wollte ich nochmal abholen? So, ich soll jetzt noch ein Gildehaus bauen und das machen wir jetzt. Dann können wir auch noch ein paar Ingenieure uns engagieren. Da ist es. Das ist relativ groß, aber wir haben es hier, zack, gleich am Weg mit dran und gut ist. Ah, hier ist es vergrößert. Gut, auch hier haben wir ja schon... Ja, guck mal, wir sehen auch den Einflussbereich hier. Also die haben hier genug zu tun, das Zeug wächst auch nach. Also sind wir da schon mal im Trocknen, ne? Aber das alles in trockenen Tüchern, wie man so schön sagt. Diese Waren sind schwer. So, das können wir hier. Niemand ist schneller als ich. Brauchen. Wenn wir schon nachwachsende Rohstoffe haben, ne, dann. Keine Lieferung. Das ist gar nicht schwer. So, dann bauen wir hier schon mal der zweite Teil, dritte Teil. Dann haben wir Holz genug. Ne, man muss aufpassen, dass man nicht in die Bredouille kommt. So, dann müssen wir hier mal sehen, dass wir
Ja, da haben wir noch, wir sind alle beschäftigt, ne? 2 mit Fahne und 8 mit Bauen. Vorkommen erschöpft, Holz. Siehst du, hier ist jetzt Daridu, ne? Da kommt noch ein bisschen, wenn wir hier erweitern. Die 3 Bäume, die holen sie noch, oder 4, wie viele das sind. Da ist noch einer. Und dann können wir die abreißen. Aber wir haben ja schon für Ersatz gesorgt. Hier oben, da ist dann quasi die zweite Hütte, die das macht, die bisher diese hier gewesen ist, die wird durch die ersetzt. Und ja, jetzt haben wir genug. Jetzt haben wir 7 frei. Und lassen die erstmal hier noch ein bisschen erweitern. Und da oben ist auch noch einer in Gange. So, hier haben wir jetzt keinen frei, aber... Ob wir jemals unsere Vorfahren finden? Gibt es etwas zu tun? Mache ich doch sofort. Ne, der wir holt das ab. Wir haben ein Gebiet entdeckt. So, eine Entdeckung gemacht. Aha, hier jetzt, wo wir gerade angefangen haben, ist wieder so ein Teil. Ne, da müssen wir warten, bis die dicht genug dran sind, dass der Timer läuft. Und dann haben wir wieder was, was wir zum Lagerhaus bringen können. Ne? Ich bin froh, dass ich hier das Lagerhaus gebaut habe, dass die Wege nicht so weit sind. Sonst müssten die hier ganz runter, hier hinten rum, bis hierhin. Das ist natürlich heavy. Ne? Very, very heavy. Zu Hause. Er fühlt sich wie zu Hause. Guck mal. Oh, da kriegen wir Steine. Ja, ihr seht, hier kommt noch einiges. Lass dich überraschen. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob hier der Timer schon gelaufen ist. Oder nicht. Aber ich glaube, da kommt auch keiner mehr. Na, wir werden es gleich sehen, wenn die hier weiter sind. Ne, dann würde er jetzt schon laufen, so dicht wie der dran ist. Guck mal, ist schon unser hier. Ja. Aha, der soll Waren liefern. Guck an. Ob wir die in Betrieb nehmen können? Ich glaube zwar nicht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Hier ist einer beschäftigt, der die Sachen holt. Noch 10 Steine, noch 10 Wege. Ist okay. So, der hier unten ist auch in Gange. Irgendwann sagt er hier, wir sind auf Feinde gestoßen. Was sollen wir hier mal erweitern? Haben wir denn? 2 Stück haben wir hier. Dann wollen wir mal sondieren lassen. Das Bergbaugebiet. Und dann entdecken wir wahrscheinlich Erz und oder Kohle. Ne, immer wenn man so ein Schottergebiet sieht hier, da sollte man das machen. Das steht ja auch dabei. Ne, für alle, die lesen können und damit klar im Vorteil sind. So. Dann mach das mal. So, im Gildehaus, da müsste ich eigentlich fertig sein. Dann soll ich jetzt einen Ingenieur erstmal rausholen. Gut, dann können wir die erstmal hier bauen lassen. Rohstoffe gefunden. Siehst du, die haben schon was gefunden. So, und hier machen wir uns jetzt hier einen Ingenieur. Zack. Ja, ich mache mal gleich mal 2 und gut ist. So, dann gehen wir hier mal wieder hin. Hier hinten. Wir gucken mal, was die hier so gefunden haben. Einmal Kohle. Super, Kohle können wir immer gebrauchen. Ne? Wie im richtigen Leben. Rohstoffe und gefunden. Erz. Sehr gut. Mal gucken, ob sie noch mehr finden. Ne? Das ist eigentlich so aus den Anfangstagen der Siedler. Das, was du immer zu Anfang gemacht hast. Du hast die auf die Berge geschickt und dann haben sie da eine Flagge reingehauen, wo es was gab, ne? Und gut ist. Rohstoffe gefunden. So, dann wollen wir das hier auch mal annektieren. Zack, schick die mal dahin. Guck mal, 2 Kohle.
und Erz. Da müssen wir natürlich ein bisschen taktieren mit dem Bauen. Aber erstmal warten, bis das Gebiet annektiert wurde. Einmal Erz. Hm. So, wo seid ihr denn? Wo seid ihr? Rohstoffe gefunden. Ah, hat er nochmal Erz. Also zwei Erz, zwei Kohle. Oh, könnten wir eigentlich dann vier Stück bauen. Und mal sehen, ob das klappt. So, die müssen ja jetzt erstmal das Gebiet auch für uns erobern. So, die haben das abgeschlossen. Die zwei und ich guck mal, wo ich die noch haben will. Die bauen ja jetzt da erstmal die Erweiterung und ist hier noch irgendwas, was wir brauchen? Hier können wir noch ein bisschen. Ja, hier ist auch noch mal. Ja, dann holen wir uns die drei und lassen die erstmal hier erobern. So, und dann können wir sondieren. Der läuft immer jetzt hin und her hier, der ist beschäftigt. Gut. So. Dann können wir hier ja schon mal, wenn die hier das abgetragen haben, ein Weg hinlegen. Und dann haben wir hier Gott sei Dank das Lager, dass das nicht so lange braucht. Und dann wollen wir mal sehen. Die möchte ich eigentlich ziemlich schnell bauen, weil wir dann auch Eisenbarren machen können, aus denen wir später Waffen schmieden. Ne? Wir haben deswegen ein Gebiet entdeckt. Ja, sehr schön. Ja, ja, ja. So, macht mal erstmal weiter hier. Ah, hier sind sie fertig. Gut. Was ist hier noch? Jawohl, das will ich erstmal weghaben hier. So, den kann ich aber schon mal hier. Was haben wir denn da? Da haben wir eine Kohlemine. Und eine Eisenmine. Ah. Oh, haben wir jetzt keinen. Ja, wir haben nicht genug Rohstoffe. Aber wir können den Weg hier bauen. Vorsicht, Lieferung. So. Damit haben wir die auch mit dem Kreislauf verbunden. Wirtschaftskreislauf, ne? Ja. So, jetzt brauchen wir noch ein. Ich habe das ganze Dorf gesehen. Es ist eine Eisenmine. Unser Dorf wächst. Holz. Siehst du, da ist schon Holz knapp, obwohl ich schon einen gebaut habe da oben. Oh, oh, oh. Na, dann wollen wir mal gucken. Na, sie schleppen jetzt erstmal alles ran hier. So, was brauchen wir denn? Wir brauchen eine Schmelzhütte. Aber erstmal will ich noch eine Eisenmine bauen und dann. Ja, das muss das Holz erstmal vorhanden sein. Für die sechs Stück brauchen wir da. Oh, oh. Solange Frieden herrscht, bin ich glücklich. Keine Lieferungen? So, wenn wir zwischendurch mal wieder Wohnhäuser bauen, aber im Moment haben wir nicht genug Kapazitäten. Wir haben ein Gebiet entdeckt. Ja, das ist sehr gut, aber da will ich jetzt gar nicht hin so schnell. Ich will erstmal hier ein bisschen die Logistik weiter aufbauen. So, guck mal, der ist schon fertig. Der braucht vier. Also haben wir schon vier Holz, da brauchen wir noch zwei jetzt.
Ich bin so frei wie der Wind. Ja, yo. Right with the wind. Wir müssen noch mehr Holzteller haben, glaube ich. Ich glaube, ich gehe zum Strand. Ja, das glaubst du. Aber auch nur. So, dann. Come on, zwei Bretter kann doch nicht so schlimm sein. Guck mal, die sind schon fertig jetzt. Die machen schon. Ne, bloß das Holz fehlt. Die brauchen wahrscheinlich auch noch Holz zum. Ne, Kohle haben sie ja. Also das kann jetzt noch nicht so entscheidend sein. Ne? Wir haben hier auch unerschöpfliche Vorkommen. Was natürlich geil ist, da ist die Eisenmine. Wo ist der Gildemeister? Ich liebe diese Lieferung. So, damit haben wir schon mal richtig was fertig. Und hier stehen die schon wieder wie doof rum. Das muss nicht sein. Hier entdeckt Fleisch hier jetzt mal. Feder. Zack. Was wollte ich nochmal abholen? Was wollte ich nochmal abholen? So, was wir noch brauchen, ist so ein Schmelzteil. Hier, Schmelzhütte. Die braucht auch wieder 6. Na, dann kann man sich überlegen, was macht man? Vorsicht, Lieferung. Ich fühle mich nicht zu Hause. So. Hier ist sogar ein Zugang. Ich will mal gucken, ob ich die tatsächlich reaktivieren kann. Diese Waren sind schwer. Vorsicht, Lieferung. Nee. Nee, hier wäre jetzt. Ich liebe diese Lieferungen. Der Preis gewesen, aber nein. Na, was auch immer. So. Die Bäume sind alle im Zugriff jetzt. Diese Waren sind schwer. Und ich habe das ganze Dorf gesehen. Was wo ist er denn? Da ist er. Den suchte ich hier. Wen hast du denn alles hier auf dem Zeiger? Die hast du auch was alle. Wollte da ich noch, wir noch eins bauen. Denn das dauert mir ja viel zu lange, wenn ich mal hinter so was schnell bauen möchte. Das ist nicht schön. So ne? Ein schöner Tag. Keine Lieferung. Dann müssen wir auch noch mehr. Gucken, wie viel hast du denn jetzt hier drin? 0 von 5. Also wir sind alle abgeholt. Dann wollen wir mal sehen, haben wir hier viel. Ob wir jemals unsere Vorfahren. Da haben wir die Baumstämme. Wir brauchen noch eine Sägerei. Würde ich mal so sagen. Also. Ein Sägewerk. Sägewerk verbraucht, produziert. So, ne? Denn wir haben ja schon. Wir haben ja auf Lager, aber keine Bretter, die daraus gemacht werden. Also müssen wir jetzt nochmal ein Sägewerk. Das können wir ja gleich in der Nähe von dem Sammellager machen. Diese Waren sind hochwertig. Vorsicht, Lieferung. Last stemmen. So, wie weit sind sie hier? Ach, hier haben wir ja auch nochmal. Die Gesandten wollten, doch, dass ich hier warte. Du kannst doch eigentlich hier. Gibt es etwas auch zu tun? Ja, da könnt ihr gleich mal hier ein bisschen rumscannen. Vielleicht haben wir da nochmal so ein Glück. Ne, und ich wollte ja hier das Sägewerk bauen. Jawohl. Dann drehen wir das mal. Einmal so und. Habt ihr den Gildemeister gesehen? Ja, warte mal. Können wir auch. So machen. Und mal gucken, dass da noch ein Weg zwischen passt. Ne? Denn wir haben hier jetzt 26 und davon 0. Das müssen wir ja irgendwie ändern. Also immer mal reingucken.
Keine Lieferungen? So. So, die schleppen schon hier jetzt ordentlich die Sachen, die sie aus der Erde geholt haben. Und das ist schon mal sehr gut. Denn, denke ich mal, machen wir hier so ein... Ein herrlich frisches Lüftchen. Rohstoffe gefunden. Schmelzete 6. Nochmal Rohstoffe. Rohstoffe gefunden. Erz und Kohle. Oh, sehr schön. Sondierung abgeschlossen. Na, jetzt müssen wir erstmal warten. So ein schöner Tag. Ja, bis er hier fertig ist, dann wird wir ordentlich Holz wieder im Nachschub haben. So, na, hier können wir auch. Entschuldigung. Hier können wir auch sehen. Ein leichtester Auftrag heute. Wie weit sie sind. 2 von 5 Angestellte. 5 Bretter und 3 Steine haben wir. 99, 100%. Zack. Und fertig. So, 3 von 3 sind hier jetzt. Und jetzt kann es losgehen. Man kann das beschleunigen mit Fisch. Ich habe keinen Fisch. Und ich kann auch keine Fischerei einrichten, noch nicht. Glaube ich. So, aber auf jeden Fall läuft hier jetzt was. So, er kriegt jetzt die erste Stadt. Hier, da ist es. Ne, da läuft es los und zack. Jawohl, da bringen sie jetzt in Massen die Sachen, das ist doch schon mal sehr schön. So, dann können wir jetzt hier hinten nochmal hier. Warte, wo müssen wir denn da hin? Wir müssen da hinten hin. Hier müssen wir zum Lager irgendwo. Dann will ich mal erstmal sehen, dass ich den Weg mache. Bis dahin sind wir schon mal und dann erstmal hier die Eisenmine. Da. Und die Kohlemine, da brauchen wir wieder 4. Feldweg da schon mal hinlegen. Vorsicht mit der Spitzhacke. So, komm. Rohstoffe, Kohlemine. Kohle brauchen wir wahrscheinlich noch mehr als Eisen, aber. Wenn wir jeweils 3 Minen haben, ist das schon mal geil. Super. Mein leichtester Auftrag heute. Ah, der ist schon soweit. Sehr gut. Drehen wir dich mal. So ein schöner Tag. So. Und damit haben wir wieder was geschafft. Und jetzt müssen wir das langsam mal schmelzen. Und müssen wir ein bisschen warten. Aber das geht ja jetzt, denke ich mal, ein bisschen schneller, weil wir ja noch eine Sägerei eingerichtet haben. Wollen wir sehen. Entschuldigung. Nur noch. Und dann produzieren sie Eisenbarren und die brauchen wir. Ich liebe diese Lieferung. Ich muss ab und zu mal da hingucken. So. Also 4 Bretter sind schon da. Ne? Die hier braucht 4 Bretter. Und ich brauche hier 6. Die brauchen wir auf jeden Fall, die Schmelzhütte. Da ist es schon. Das geht doch schon mal sehr, sehr, sehr schön hier. So, dann können wir. Ja, so gefällt es mir. Ja. So, da sind die auch beschäftigt. Und die haben nicht so weite Wege hier. Und die hier
auch nicht. Sonst müssten sie ganz nach unten schleppen. Das ist natürlich ein... Das ist ja Wahnsinn. Wie der Spezi sagt aus Bayern, ne? So, was haben wir da hinten noch? Da wollen wir noch mal ein paar hinschicken. Dass wir auch wissen, dass wir alles hier eingesackt haben, was wir einsacken können an Fläche. Und ne, das machen die auch ohne mich. Und was haben wir hier? Abliefern. Oh, da brauchen wir noch. Entschuldigung. Wo haben wir denn jetzt mal einen hier? Da. Nichts ist schwärzer. Die Gesandten wollten, dass ich hier warte. Vorsicht, Lieferung. Ja. So, der soll Waren liefern, ja, wie auch immer. Vorsicht, Lieferung. Na, und die anderen, die sind jetzt hier in Gange. Irgendwann. Demnächst. Da kommen sie. 2, 4, 6, ja, einen habe ich hier abgezogen. So, der latscht jetzt hier zum Lager, holt da Sachen, die er dorthin bringt. Ich liebe diese Lieferung. Der liebt auch die Lieferungen, habe ich genau den richtigen erwischt. Ich liebe diese Lieferung. Mein leichtester Auftrag heute. Ja, ja. So, dann wollen wir mal gucken, wie das mit den Bäumen aussieht. Ah, 12 und Ritter steigen. Und die Bäume gehen runter. Gut. So, er kriegt jetzt hier Material. Ja, fertig, so. Und man kann dann hier sogar noch beschleunigen, aber... Das brauchen wir jetzt nicht. So, es ist unterbrochen, weil noch nichts da ist. Ne, jetzt kriegt er seine Lieferung. Hier, guck, da sind 3. Da ist einer. Jetzt ist er aktiv. Na, und wir haben gleich unseren ersten hier in 35, 34 Sekunden. Ersten Eisenbarren. Ist das nicht schön? Ja, bin ich. Ne, so. Das ja, muss sofort ausgeliefert werden. Könnte hier eigentlich noch ein. Ich fühle mich wie zu Hause. Ein Holzfäller. Diese Waren sind schwer. Mein leichtester Auftrag heute. So, dann haben wir ein Neverending Strom von Holz. Hoffe ich. So, dann müssen wir gucken. Hier muss auch nochmal wieder das abgeschlossen. Okay. Aber hier können wir auch noch ein bisschen Fläche gebrauchen, ne? Dann wollen wir sehen, wie weit seid ihr denn hier? Ach, hier ist ja auch nochmal. Dann lass sie mal erstmal machen, bis sie da vorne am Berg sind. Dann haben wir auch bessere Möglichkeiten, hier Wege zu machen. Und dann können wir ja nochmal sondieren. Ne, immer sehen, dass man die Ressourcen erstmal alle. Ja. Gibt es etwas zu tun? Ja. Die 3 Dinger hier, die können die auch alleine machen. Ne, das ist ja nur noch bis zum Rand hier und dann war's das. So. Da haben wir. So, dann bin ich mal gespannt, was da gefunden wird, wenn überhaupt. Rohstoffe gefunden. Ah, da gibt es die Steine, das ist ja gut. Die brauchen wir auch, weil irgendwann sind die anderen weg. Und die sind unerschöpflich hier, sehr schön. Dann können wir gleich schon mal anfangen, einen Weg dahin zu bauen. Rohstoffe gefunden. Hier kommen wir nicht durch, das sehen wir.
mehr sagen. Nochmal anfangen. Da haben wir schon mal einen Weg dahin. Ich schätze mal, das war's auch erstmal. Zwei Stück. Steinmine, da ist er. So, dann wollen wir hier eine und daneben eine. Zack. Und den Weg. Zack. So, das läuft jetzt auch. Ne, der Weg ist auch schon fast fertig. Und ich habe natürlich einen weiten Weg, aber das nützt ja alles nichts. Dann wollen wir mal sehen, dass wir jetzt noch ein paar Häuser wieder bauen. Hey, Vorsicht mit der Spitzhacke. Entschuldigung, ich liebe diese Lieferungen. So, dann machen wir das Ganze auch nochmal da. Seht aber, wir haben jetzt schon schön Holz und es ist immer noch was im Vorrat. Wunderbar, ne? Da kann man dann schnell bauen. Das ist eine feine Sache. So, hier haben wir 1 von 5. Wenn man will, kann man auch hier irgendwo jetzt draufklicken und den Mindestvorrat festlegen. Ne? Das mache ich jetzt mal nicht, aber ne, wenn man sagt, ich brauche auf jeden Fall so und so viel noch davon und so. So, jetzt haben wir hier 58 und 51 und das steigt. Und das steigt zwar auch, aber gar nicht so schnell. Kann man sich überlegen, ob man hier nochmal eine Schmelzhütte baut. Diese Waren sind schwer. Weil wir haben ja jetzt auch ganz viel. Das muss sofort ausgeliefert werden. Das sollten wir machen. Eine Schmelzhütte. Ne? Im Moment haben wir zwar jetzt viel Häuser gebaut, deswegen sind die Bretter weg, aber 4 sind noch da. Und dann bauen wir noch eine Schmelzhütte, denn wir haben ja noch mal. Da ist es schon. Ne, das macht sich jetzt schon bezahlt, dass ich das so gemacht habe, weil wir haben ja hier auch noch mal wieder was eingerichtet. Ne? Sei vorsichtig. Das nützt uns ja nichts, wenn das hier alles gestapelt wird und nicht verarbeitet. Ne? Ihr seht 60, 51. Ne, das hier, das soll steigen. Das soll wieder runtergehen. Ja, aber mal gucken. Nur noch eine Lieferung. So, dann gucken wir hier. Das wird jetzt weniger, aber da haben wir auch gleich eine Steigerung drin. Und dann können wir gucken, wie es weitergeht. Ne? So, hier haben wir die Sachen und die hier laufen noch nicht. Aber gleich. Ne, der braucht noch 3 Holz und der braucht noch. Ne, der ist gleich fertig. Ne, da ist zwar nur ein Ingenieur. Sehr schön, der ist fertig. Wunderbar, damit versiegt unsere Steinlämmlinie auch nicht mehr. So, und hier ist auch alles da. Wunderbar. Na, das ist doch toll. Ne? Denn wir müssen vorbereitet sein. So, was hast du hier? Lager ist voll, ja. Das ist die Eisenmine. Die sind alle voll. Aber ja, weil die hier jetzt hier was hinbringen mussten und nicht abtransportieren konnten. Ne? Aber das wird jetzt. Wenn die fertig sind, haben wir wieder ein paar Häuschen. So, jetzt wollen wir sehen, ob sich hier schon was verändert hat. Ja, die steigen jetzt auf 10. Aber ist noch nicht so wesentlich. Hier ist ja auch noch nicht fertig. So, der hier ist aber fertig. Da wird auch ordentlich abgeholt. Was ja auch Sinn der Sache ist.
Du, hier ist noch keiner beschäftigt. Ich schicke die einfach mal hin, die Waren zum Lagerhaus liefern und gut ist. Na, dann ist das schnell abgeräumt, was da zu holen ist. So, was haben wir denn hier noch? Hier ist ja auch noch mal was. Auch noch mal 10 Kohle. Ja, also so kriegst du auch immer noch ein paar Sachen, falls du noch nicht so weit bist, das zu bauen. So, da kommen sie. Lass mich durch. Ja, zeig doch an, 6 sind damit beschäftigt. Also das ist so vom Feeling her eigentlich ganz gut gemacht, finde ich. Da kann man gar nicht genug drüber meckern, ne? So, was haben wir hier? Ne, zusätzlichen Wohnraum. Hier haben wir untätige Träger. Also das ist ganz gut. Eselkarren. Gut, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber da können wir dann auch nochmal drauf zurückkommen. So, was wir, wenn wir genug Metall haben, machen, ist hier weiter. Ne, wir sollen ja ins Landesinnere vordringen. Und ihr seht ja, hier sind wir schon. Und da sollen wir hin. Ne, aber wir müssen uns Materialien vorher schon mal sichern, dass wir vorbereitet sind. Ja, die Wohnhäuser sind alle voll, ja. Aber dafür haben wir jetzt auch wieder mehr Träger. So, das müsste jetzt hier eigentlich alles, ja, guck mal hier, da laufen sie und holen ab. Ne, wir haben, man kann dann noch, wenn man genug hat, mal eben gucken, 6 Steine haben wir nur. Wenn man genug hat, dann kann man eine Steinstraße bauen und dann können Karren genutzt werden. Ne? Das kennen wir auch. So, Geschwindigkeitsbonus und ermöglicht die Nutzung von Karren. So, das können wir jetzt, ich sag mal hier machen, mal versuchen. Ne, mit Q und E könnt ihr hier links und rechts drehen. Und ich will mal sehen, wie viele Steine ich da denn. Ja, im Moment brauchen wir ja nirgendwo so viele Steine. Nur noch eine Lieferung. Lasst mich durch. Mein ja, leichtester Auftrag heute. Dann müssten wir da jetzt eigentlich demnächst die Eselkarren sehen. Wenn sie. So, die Steine gehen jetzt hier natürlich alle flöten. Aber dafür müsste der Transport dann ratzibatzi gehen. Wollen wir sehen hier. Ich habe es da oben gemacht, ne? Da müsste ich ja rechts auch nochmal abbiegen. Aber lass ich erstmal bauen. Ach ja, die Optik, der optische Unterschied ist erkennbar. So, was haben wir hier? Ah ja, da können wir dann auch noch mal hin. Ich liebe diese Lieferungen. Das ist gar nicht schwer. Ja. Aber doof ist ja, dass sie denn die Steine erstmal zum Lager bringen. Mal gucken. Und die dann wiederholen und dahin bringen, oder wie? Naja, was sonst? Was schasmoken, ne? So, dann wollen wir hier nochmal ein bisschen beschleunigen. Diese Waren sind schwer. So, dann wollen wir sehen, ob sie auch die Eselskarren dann nutzen. Das muss sofort ausgeliefert werden.
Wir haben aber noch gar keine Eselskarre, wenn ich das jetzt sehe. Oder warte mal, hier? Nee, null, ne? Aber auf jeden Fall sind sie dann selber auch schneller. Dann lassen wir sie mal bauen da. Ich drehe das mal wieder so, wie ich das jetzt hier mir gemerkt habe. Ja, so. So, dann brauchen wir nur noch Eselskarren. Woher nehmen und nicht stehlen, ne? So, dann wollen wir mal sehen, ob wir hier irgendwas finden. Eine Forsthütte. Ah. Steinbruch, Wohnhaus, Steinstraße. Getreide und Wind. Wir können ja hier auch noch ein bisschen Brot backen und sowas. Bauernhof ist gesperrt. Jagdhütte. Jagdhütte, ich habe noch nirgendwo Wild gesehen. Aber. Na, hier ist nichts zu sehen. So, und hier. Sehe ich auch keine Tiere. Sehe ich hier nirgendwo. Lasst mich durch. So, dann wollen wir hier mal den Rest einsacken, dass wir das Ding hier abreißen können dann. Und das haben wir auch, das haben wir auch. Ja, dann können wir eigentlich. Abgeschlossen, ja. Aber wir kommen da ja nicht weiter. Dem Ding. Ja? So, also das läuft alles hier wunderbar. Ja, jetzt müssen eigentlich auch die. Jawohl, hier, das steigt. Und hier, das steigt jetzt auch immer noch. Aber wir haben ja jetzt Gott sei Dank schon mal zwei Schmelzereien. Das steigt. Und das steigt auch. Ja, sehr schön. Ja, man sieht immer den Pfeil da. Daneben sieht man die Tendenz. Im Moment sinkt es. Und wenn das weiter steigt, dann kommt wieder der blaue nach oben. Und so weiter. Ne? So. Ich habe das ganze Dorf gesehen. Es ist wunderschön. So, trotzdem wollte ich ja mal weiterblättern hier. Was hier noch so geht. Werkzeugschmiede, Gilde, Münzwehrhafen, Lagerhaus, Wagenbau. Da ist der Wagenbauer. Ne, der steht nicht zur Verfügung. Und da sind wir auch noch nicht weiter. Also müssen wir es mit dem bescheiden hier. Eine Forsthütte. Könnten. Theoretisch. Hier eine Forsthütte noch hinstellen, dass er hier wieder aufforstet. Ich probiere es mal. Mal gucken, ob sich das so ausgleicht. Ich liebe diese Lieferung. Im eigenen Gebiet, hallo? Da ist überall so nix. Ich sehe das gerade. Da ist auch ein X. Überall diese X hier. Was soll das? Wollt ihr hier? Haut ab. Also da kann ich jetzt nichts bauen. Hier könnte ich was bauen. Aha. Das zeigt auch das Gebiet an, wo der. Können wir doch hier oben. Nee, brauchen wir nicht. Das ist jetzt Verschwendung. Ne? Wir kommen ja klar. Steinbruch, Wohnhaus, Steinstraße. So, Getreidehof. Hier wollen wir mal gucken, wo wir sowas bauen.
möchte hier eigentlich erstmal noch einen kleinen Weg. Ein herrlich frisches Lüftchen. Und gucken, ob wir hier so einen Getreidehof hinkriegen. Machen wir mal. Eine Windmühle. Und eine Bäckerei. Oh, die ist also groß hier. Dann bauen wir die mal da. Und fertig. So. Dann haben wir jetzt fast alles gebaut. Jetzt auch die Jagdhütte und die Sammlerhütte und... Nee, sonst nichts und. Lass mich durch. Ich liebe so. Diese Lieferungen. Will noch mal gucken. Ich habe das nicht hinbekommen. Scheiße, Alkoholmine. Hafen können wir auch nicht bauen. Und die Fischerhütte. Steht hier zwar, aber so ein schöner Tag. Diese Waren sind hochwertig. Ne, das verstehe ich nicht. Ist doch mein Gebiet hier. Nichts zu berechnen. Oh, das ging. Ist da mittendrin schon. Muss ich da jetzt noch einen Weg machen? Warte mal. Noch eine Fischerhütte. Das kapiere ich nicht. Das Abenteuer wartet schon. Ach, hier, da zeigt er in Blau an. Wo er überall Zugriff hat, ne? Naja, lassen wir erstmal den einen hier bauen. Und die Ecke hier, die brauchen wir nicht unbedingt ausbauen. So, hier oben. Ja, alles gut. Da waren wir auch schon. Da kommt nicht mehr viel, glaube ich. Aber wir lassen die mal voll zuschlagen hier. Ne, so, wollen wir mal gucken, was macht er denn hier eigentlich? Ach hier, der hat sein eigenes Feld da und zack. Noch eine Lieferung. Aber sieht immer, wie es wächst, oder? Schön. So. Entschuldigung. Vorsicht, Lieferung. Ah, ein Sack Mehl, zwei Brote. Okay. Hast du denn hier schon was? Lieferung? Mit kein Mehl, kein Brot und kein Fleisch und Fisch. Gut, das ist auch jetzt im Moment nicht kriegsentscheidend. Ne, das ist nicht so wild. Mich ärgert ein bisschen, dass wir diese Eselkarren jetzt hier nicht sehen. Ich finde die lustig, glaube ich zumindest. Ich habe sie noch nicht gesehen. Ne? Der Transport kann eine Weile dauern, das wissen wir. Dafür haben wir ja auch zwei gemacht, aber... Und eine schnelle Straße haben wir gemacht. So. Jetzt gucken wir mal hier. Hier sind sie im Gange noch. Oh, guck mal, da kommt noch ein bisschen was dazu, ne? Und da oben waren wir auch noch nicht. Vielleicht erwartet uns da auch noch so eine kleine Köstlichkeit. Eisen. Ja, aber da ist schon die Grenze, ne? Da den Berg runter kommen sie nicht.
hier ist auch. Da muss ich den extra einen hinschicken. So, kleine Übersicht mal verschaffen. Hier, zack, wir haben 114 Kohle, 113 Metall. Ja, sehr schön. 53 an Eisenbarren und jawohl, jetzt steigt es. Sehr schön. Ja. Gut, wenn wir nicht bauen, steigt es natürlich. Aber das wollen wir ja auch so. Dann warten wir mal auf unsere ersten Mehlsäcke und Brot, aber die werden wahrscheinlich nicht kommen. So, dann wollen wir mal gucken. Ich habe mir das halberlei gedacht. Das ist mein leichtester Auftrag heute. So. Wo das da halb drin steckt, ne? Naja, was soll's. Ah, der hat schon. Der hat schon 4 von 5. 70% unterbrochen. Jetzt holen sie den Fisch ab. Ja, prima. Das ist gar nicht schwer. So, schleppen sie hier jetzt. Mal gucken. Die haben hier andere. Das ist also separat. Das ist gar nicht hier das gleiche Lager. Jedes extra hier. So. Jetzt haben wir genug Vorräte. Und jetzt wollen wir mal. Die hier weiter erkunden lassen. Ne, dann geht es auch schnell. So, ne, man könnte hier oben jetzt noch hier weitermachen und da ist vielleicht dann noch irgendwelche Ressourcen. Aber man kann es auch erstmal sein lassen. Wir haben genug andere Sachen gebaut. Ne? Und worauf ich warte, ist der 13.12. Da gibt es nämlich dieses andere Siedler, das nicht so heißt, aber von dem Originalsiedler Erfinder ist. Das habe ich hier auch schon vorgestellt und die Demo gespielt mit den unterschiedlichen Varianten. Könnt ihr auf meinem YouTube-Kanal finden. Und das ist tatsächlich noch irgendwie ein bisschen besser als dies hier, obwohl mir gefällt dies auch. Ne? Die haben ja so darüber gewettert, das wäre ja nicht Siedler und bla bla blub. Aber ist eigentlich auch nicht. Mir gefällt, dass das Spiel nicht so hektisch ist. Ne? Das kommt eventuell nochmal zwischendurch, aber erstmal haben wir hier in Ruhe und ihr habt ja gesehen, ich habe in Ruhe erstmal diese ganze Logistik gebaut, da die und unterfüttert mit Material, das wir dann aus dem Vollen schöpfen können. Ne? Jetzt haben wir ja reichlich Metallbarren und hier treffen wir gleich auf den. Ne? Dann sagen sie gleich Bescheid. Und ne, sagen sie nicht. Was gibt's? Dann sollt ihr noch ein bisschen mehr erkunden, Freunde. Nur harte Arbeit zählt. Dann hab ich euch nicht weit genug geschickt. Dann macht mal, dass man sieht, was da ist, ne? So, gleich geht's weiter. Zumindest war das sonst. Gebiet entdeckt. Schmelze, der produziert. Ja, ihr seht, das habe ich eigentlich schon gemacht. Waffenschmiede und produziert Waffen und Ausbildungsgelände.
Es gibt nichts, was ich nicht tragen kann. Ne, die bringen wir ja alle um da. Nur harte Arbeit zählt. Das wollen wir ja nicht. Dann könnt ihr da oben noch ein bisschen rumentdecken. Ich kann die Bewegung gut gebrauchen. So, ich soll jetzt erstmal eine Waffenschmiede bauen und Waffen produzieren. Und da sind wir natürlich in diesem Ort hier schon mal sehr gut. Nee, das muss ja hier sein, ne? Ja. Ausbildungsgelände, was ist hier? Werkzeugschmiede. Entschuldigung. Waffenschmiede, da ist er. Und ein Ausbildungsgelände. Was ist das hier? Achso. Nicht kleckern. Hier ist zäher als gedacht. Diese Waren sind schwer. So, damit haben wir schon mal die Anforderungen erfüllt. Jetzt sollen wir Soldaten rekrutieren. Na, erstmal müssen wir hier jetzt Waffen schmieden. Ja, aber wir haben hier alles, wollte ich gerade sagen, aber noch nicht da. Noch nicht hingebracht, aber vorhanden, ne? So. Da kommt das Zeug. Steine und Holz, Steine und Holz, jawohl. Zack, 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 jetzt geht's hier weiter. Jawohl. Immer genug trinken. Immer genug trinken, das ist das Stichwort. So, ein Holz fehlt noch und dann sind wir dann fertig hier, sehr schön. Ja, und das, was die hier bauen, das brauchen wir hier, um damit Soldaten auszubilden. So, der ist gleich durch. Zack. So, jetzt können wir gleich einstellen, was denn überhaupt da für Waffen gemacht werden. Ne? Im Moment steht es hier auf Schildproduktion. Ist noch unterbrochen, weil noch kein Material da ist. Ne? Wir brauchen hier wieder nämlich Kohle und das. Also hier können wir Bogenproduktion und Axtproduktion. Ne? Wir lassen das jetzt mal auf Schild. So. So, jetzt kommt die Produktion in Schwung. Jawohl. Produziert Waffen. Da muss der Haken gleich kommen. Nach dem ersten Schild hier. Das ist mein leichtester Auftrag heute. Und ihr seht immer hier die Zeit, die abläuft. So lange braucht er immer für ein Teil hier. Also das dauert noch, bis wir genug Soldaten haben. Und ich mache auch gleich ein paar mehr. Das muss sofort ausgeliefert werden. Ne, und wir können auch hier erst was bauen, wenn hier was fertig ist. Ne? Also. So, jetzt ist der erste fertig. Ne? So, wollen wir den schon mal rekrutieren. Und dann wird er wieder dunkel, weil nicht genug produziert wurde an Waffen. Das wird jetzt dahin gebracht, wie wir sehen. Und dann haben wir bald unseren ersten Pulitzer-Preisträger. Ich sollte mal zum Ausbildungsgelände gehen. So, dann, ne, da die üben jetzt hier, wenn wir das mal angucken wollen. Warte mal so. Ne, da er übt jetzt. Bum, bum, bum. Da, ne, fertig. So, und jetzt nächste. Die Leute immer nach dem Weg. Niemand ist schneller als ich. Ja.
So, dann können wir auch ein paar Bogenschützen eigentlich erben. Ich muss mal gucken. 14, den lassen wir noch. Machen wir so eine gemischte Truppe, ne? Und eins. So, jetzt. Aktiv, Bogenschützen. Zack. Rekrutierung abgeschlossen. Ja. Zwei haben wir jetzt, ne? Wie ihr seht. So, jetzt können wir die so lange machen, bis da kein Stoff mehr kommt. Da kommt noch ein Schild. Da können wir noch einen in Auftrag geben. Ne, wenn das Spiel das merkt, dass da genug ist. Hallo. Anscheinend kann das immer nur einer. Rekrutierung abgeschlossen. Ah ja, jetzt haben wir. Jetzt kommen die Bogenschützen. Zack. Ja, ihr seht, da wird wieder ein Bogen hingebracht. Ja, wie ist denn das? Lebenskraft 225, Schaden 15. Schaden 100, Schaden 30. Krieger. Also stellen wir hier jetzt mal auf Axtproduktion um. Dann haben wir einen höheren Schaden, ne? Dann kriegen wir die ja schneller platt. Die Jungs, die wir bekämpfen sollen. So. Lass mal gucken. Rekrutierung abgeschlossen. Naja, haben wir wenigstens ein oder zwei Bogenschützen. Das ist ja immer gut aus der Ferne. So, dann muss jetzt irgendwann eine Axt kommen. Dann können wir den hier bauen. Ne, der erzeugt 100 Schaden und der nur 30 und der nur 15. Und der hier 23. Aber es ist ein ausgebildeter Schütze. Lass mich durch, lass mir durch. So, und zack. Gleich ran da. Ah, da kommt die erste Axt. Wir haben jetzt vier Soldaten rekrutiert, steht da. Ich sehe aber mehr, aber gut, das muss nichts heißen. So, ich will jetzt erstmal hier. Das läuft jetzt. Das lassen wir jetzt erstmal laufen. Was haben wir hier? Da haben wir auch nochmal Waren. Dann wollen wir da mal die, nichts ist schwärzer als Kohle. Die Schläfer hinschicken und zack. Ne? Mit der rechten Maustaste, wenn diese Kralle erscheint, dann latschen sie da hin und holen die Sachen ab. Ne, da kommen sie. Haben wir wieder ein bisschen mehr im Lagerhaus. Das schadet nie. Und hier hinten ist nicht mehr viel. Ne. Man kann hier noch Holzfäller, wenn man will, aber wir haben genug. Mal gucken, ob das stimmt, was ich sage. 14, 37. Jawohl, und hier 140, ja, klasse. 82 davon. Also, ne, einzige, was man eventuell machen könnte, wäre jetzt hier noch mehr von zu bauen. Hey, Vorsicht mit der Sichel. Ne, so, hier machen wir jetzt mal. Zack, zack. Da waren schon zwei Waffen, jetzt werden zwei ausgebildet. Vorsicht, Lieferung. Ja, das ist doch schon mal super. Und die laufen jetzt wieder hin und holen nochmal den Rest, den sie hier haben. Vier Stück habe ich hier mit beschäftigt, so wie es aussieht. Das sind die vier, die die Waren da abholen. So, hier können wir noch einen in die Warteschlange packen. Ja, es werden mehr Waren benötigt, ist klar, aber fünf haben wir jetzt schon rekrutiert. Und dann kriegen wir einen Auftrag. Ja, das sind sieben. Zwei brauchen wir noch. Aber wir lassen es weiterlaufen.
Sehen wir ja immer, wenn man das auch automatisieren könnte, aber ich sehe jetzt keine Möglichkeit, da wirklich Automatismus reinzubringen. Außer zu klicken natürlich, ne? 7, 8, 9 und ein noch, dass wir 10 erstmal rekrutiert haben. Ne? Es empfiehlt sich durchaus erstmal 10 zu machen und dann mit denen loszulatschen. Aber wir müssen auch kämpfen und das muss ja nicht knapp werden, ne? Wir können also ruhig ein paar mehr machen. So, jetzt haben wir 8. So, das ist jetzt schon mal gehen, ne? So, hier, der hat schon eine Karre, guck. Also es werden die Karren geholt, aber nicht die Eselskarren. Also das geht doch schneller jetzt. Sehr gut. Also war das keine schlechte Idee. Ja, das ist sehr weit. Ja, ich weiß. Vorsicht, Lieferung. Da können wir ja drauf warten auch. Ne? So, läuft der jetzt mit dem Esel im Karren, mit dem Handkarren oder nicht? Ja, guck mal, da. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Können wir nicht gucken, wie viel der drauf hat. Ich liebe diese Lieferung. Aber es sieht ja aus, als wenn der mehr drauf hat, ne? Hey, Vorsicht mit der Spitzhacke. Denkt man bei manchen, die haben mehr drauf, aber nö. Haben sie doch nicht. Ne? So, gleich haben wir 10. So, das haben wir hier. Wir haben hier 86 und 108. Entschuldigung. Die Kohle wird schneller alle als das hier, ist ja logisch. Aber weil die Kohle einmal hierfür gebraucht wird und einmal hierfür. Für die Waffen. Ne? Aber. Das kriegen wir gut gebacken. So, jetzt kommen hier. Ah ja. 42 Holzlatten. Das ist doch prima. Erobert das Banditenlager im Norden. So, ne? Das war jetzt das, was sie von uns wollten. Aber wir dürfen gerne noch ein paar mehr machen. Und wir sehen hier oben die Militäreinheiten, ne? Nicht klettern. So, ne, wenn wir alle wählen, dann machen wir hier. Oder Defensive, Offensive und Bogenschütze. Und hier haben wir nur noch eine Lieferung. Ne, mittlere Reichweite. Die nützt uns aber nichts, die ist ziemlich schnell tot. Ne, aber egal. Das will man ruhig noch ein bisschen produzieren, dass wir mehr haben. Ne, die kriegen ja nichts gebacken hier. Das ist ein Schütze, also müssen wir schon mal 4 abziehen. Jetzt haben wir effektiv erst 11. Ne? Und die sind schwächer und die sind stärker, wesentlich stärker. Ja, da wollen wir noch ein paar von haben. Besser ist das. Bogenschützen sind zwar ganz gut, aber wenn die gleich richtig zur Sache gehen da mit ihren Äxten, dann läppt das auch. Ne? So. Ich bin so frei wie der Wind. So, hier habe ich jetzt rechte Maustaste drauf gemacht, dass die automatisch rekrutiert werden. Lasse ich erstmal so laufen. Ne? Wir haben jetzt 3 in der Mache. Und sobald jetzt wieder ein Gerät hier gebracht wird, eine Axt, dann geht es hier in die Warteschlange. So, wollen wir mal sehen. Na, guck mal hier. Da wird die Axt gebracht. Und durch das automatisch rekrutieren wird es dann gleich umgesetzt.
Na? Gut. So, wie viel haben wir denn jetzt? Das haben wir schon. Diese Lieferungen. 16. Ja, dann nehmen wir jetzt mal alle und gehen schon mal dahin. Ne, in der Zeit, wo ich mich hier lang taste. So, und dann geht's hier hin. Zack. Und dann warten wir mal, bis die kommen. So, was haben wir hier unten? Hier haben wir die Aufschlüsselung unserer Armee. Ne, aus was die besteht. Ne, hier können wir Adlerauge machen. Und zu einem bestimmten Gebäude zurück. Ich sag mal, wir machen mal hier. Feind in Sicht. Aha, guck, ne, da stehen sie. Hier sind sie. So, jetzt muss ich, das habe ich vergessen. Aha, jetzt drücke ich mal Steuerung 1. Und dann ist das jetzt hier, ne? Da sehen wir, da habe ich 16 drin und die kämpfen jetzt automatisch und der eine Bogenschütze, der wartet noch ab. Und jetzt hauen sie den auch um hier. War auch ein Bogenschütze und gut ist. So. Jawohl. Sucht nach Überlebenden. Das. So, hier können wir wieder eine Belohnung abholen, aber erstmal abwarten, bis die weg sind da. Ne, hier, da gibt es also Waffen, die wir abholen können. Die müssen wir hier mit den Jungs abholen. Dann machen wir mal hier, zack, Lieferwaren. Ne? So, jetzt drücke ich mal die 1. Ich fühle mich nicht so gut. Da sind die alle wieder markiert. Wir müssen mal gucken, wo die sich heilen, ob die sich irgendwo heilen. Ne, hier. Doch, doch. Da wird's. Ne, da steigt sowas hoch. Hier, wollen wir mal gucken. Und wieder den Balken sehen. So, mal sehen, ob der sich hier regeneriert. Wenn ja, warum nicht? Guck mal, die kommen hier automatisch rein, ne? Jetzt. Die neu fertiggestellten, die kommen hier alle automatisch an. Ist ja toll. Na komm, wir machen mal weiter. Und suchen die Überlebenden. Die Pflicht ruft. Ja, genau. Befehl erhalten. Verbündetes Gebiet entdeckt. Ah ja, da ist es. Wir haben ein Gebiet entdeckt. Sprich mit den Wachleuten am Wachturm. Ach, so ein schöner Tag. Diese Waren sind hochwertig. Warum fragen mich die Leute immer nach dem Weg? So, hier seht ihr wieder den Timer. Ne? Ich habe das Ganze. Und wenn der abgelaufen ist, es ist toll. Dann können wir mit denen sprechen. Ja. Endlich sehen wir freundliche Gesichter. Die Wachen möchten, dass wir auf ihren Anführer warten. Aber es wäre mit Sicherheit besser, diesen in unser Dorf einzuladen. Ich erkläre ihnen den Weg und dann sollten wir uns auf den Rückweg zum Lager machen. Wer weiß, wann die Banditen wieder zuschlagen. Okay. Jetzt sollen wir ins Hauptquartier. Und da sehen wir hier den Pfeil, das Ausrufezeichen und dann holen wir die eben hier wieder her. Dann latschen sie eben, ob jetzt einer latscht oder alle, ist völlig egal. So. Ja, dann können wir den auch mal abfackeln hier, dann seht ihr auch, wie das geht. Ne? So, einfach hier und Tschüssikowski. Man kriegt aber nichts wieder. Ne? Weg ist er. Dann machen wir hier mal die Sonderhütte. Ich liebe diese Lieferung. Die Baustelle ist gesperrt.
dann soll er die Sachen sammeln. Ne? Das macht er ja dann automatisch. So, haben wir in der Zeit wenigstens was Vernünftiges gemacht. Und jetzt müssen die natürlich diesen ellenlangen Weg von da oben. Mal sehen, wie weit sind sie denn? Das sind die, die immer noch die Sachen hier zurückschleppen, ne? Die wir da kriegen. Da gehören Waffen dazu und so weiter. Ne? Die, ihr seht, hier haben wir schon mal wieder richtig viel stehen. Da können wir eine zweite Mannschaft draus machen mit Steuerung, also STRG und die 2 zusammendrücken. So, das mache ich jetzt mal. Warte mal, da kommt noch einer. So. Braucht ihr Schutz? So, Steuerung 2. Da habe ich jetzt 13 drin. Ne? Das sieht man hier oben gleich. Da tauchen sie auf. Wenn ich jetzt 1 und 2 drücke, dann habe ich sie beide markiert. So, wenn die hier unten sind, dann muss ich hier mal drauf. Zack, und dann geht das weiter. Maruana und willkommen. Ihr müsst die Gesandten sein, von denen ich hörte. Ja. Gestattet, dass ich mich vorstelle. Ich bin Prinzessin Ayala vom Volk der Maru. Älteste Tochter der großen Königin und rechtmäßige Thronfolgerin. Oh, ja. Mein Volk hat beobachtet, wie ihr an Land gegangen seid. Und eure Berater haben mir mitgeteilt, dass ihr hier Zuflucht sucht. Das Königreich der Maru heißt euch herzlich willkommen. Wir werden euch helfen, euch einzurichten und von der langen Reise zu erholen. Ich werde als Vermittlerin zwischen euch und meinem Volk dienen. Gemeinsam werden wir eure Ankunft so angenehm wie möglich gestalten. Ihr habt unsere Gesandten kennengelernt. Könnt ihr mir sagen, warum wir vor dem Dorf angegriffen wurden? Von diesem Vorfall hörte ich bereits. Es schmerzt mich zu erfahren, dass ihr den Banditen begegnet seid. Sie sind schon lange eine große Plage. Unglücklicherweise können wir nicht viel Nahrung und Waren mit euch teilen, da unsere Siedlung vor 2 Nächten überfallen wurde. Sie haben fast die gesamte Ernte gestohlen. Wenn ihr euch bereit erklärt, uns zu helfen, das Diebesgut zurückzuholen, werde ich euch alle Handelsrechte und freien Durchgang durch unsere Gebiete gewähren. Yeah. Meine Späher haben im Norden ein Banditenlager entdeckt. Ich werde mit eurem Gildemeister einen Plan schmieden. Okay. Den sehen wir links oben. Das ist erledigt. So, hinter der Siedlung der Maru, ne? So. Dann werden wir mal die 1 drücken. Ich kann nicht mehr! Hoffentlich sind alle sicher. Ich bin verletzt. Wir sind bereit. Na gut, dann schicken wir euch mal hier hin. Und die 1 auch. So. Ne, dann haben wir zumindest. Und hier können wir. Ja, lassen wir mal so. Daten sind nie schlecht, ne? So. Und daraus machen wir dann eine einzige große Menge. Da hinten laufen sie. Ja, wo laufen sie denn? Da laufen sie. So. Dann haben wir 27. Da machen wir dann wieder die 1 draus. Wenn sie alle da sind. Ja, Kabon, da sind sie, da kommen sie. So. Sehr schön. Nur ein paar blaue Flecken. So, Steuerung 1, zack, und damit haben wir 27 und können jetzt mit denen wunderbar arbeiten. Die schicken wir jetzt erstmal los hier. So. Derzeit. Und. Zum Ausbildungsgelände gehen. Ich habe das ganze Dorf gesehen. Es ist toll. So, mal gucken, wie sie da hinkommen, ne? Wie die Wegfindung ist hier. Wir werden sehen. So, bis dahin sind sie schon mal.
Und ich gegen solche Köpfe ein. So, was ist mit denen hier? Oh! Die können wir auch noch nehmen. Patrouilliere! Und die anderen dazu? Oh, da kommen wir auf über 40. Damit müsste doch einiges zu machen sein, ne? Ist nur ein Kratzer. Ein herrlich frisches Lüftchen. 42 genau. Also. Die Pflicht ruft. So, wo geht ihr jetzt wieder hin? Ach, ihr müsst jetzt hier ganz hinten rum wieder. Ach, so ein Scheiß. Na gut, das ist ja nicht so schlimm. Wir haben ja Zeit. Aber ihr seht, wenn man nicht den gleichen Punkt anklickt, dann kommt sowas damit bei uns. Ne? So, dann lassen wir die erstmal dahin. Jawohl. Ich glaube, ich gehe zum Strand. Ja, da gehen wir hin. Ne? So, jetzt haben wir hier alle zusammen. Erstmal warten und los geht's. Oh, Kurve. Die Pflicht ruft. Oh, hallo. Ah, hier passiert das gleich was. Pass auf. Feind in Sicht. Wir haben ein Gebiet entdeckt. Feindkontakt. Rauf. Zwei haben wir verloren. Zwei haben wir verloren. Das ist so traurig. Ihr könnt eine Belohnung abholen. Okay. Ist sie hier? Aha. Okay. Gut. Eins. Ich brauche eine Pause. Ja, dann mach doch Pause. Dann bleibst du da. So, hier müssen wir. Ah, hier ist das nächste. Dann machen wir gleich weiter hier. Da ist ja noch kein grüner Haken drin. Jawohl. Weiter, da ist er hier. Hier ist das Ausrufezeichen. Ne, da müssen wir hin. Befehl erhalten. Mal gucken. Ja. Schnell. Ah, sehr gut. Oh, das sind auch so viele. Oh, oh, oh. Ja, ja. 26 haben wir nur noch. Oh, das könnte eng werden. Ah, nee, das geht. So viel Rote sind da ja nicht mehr. Oder? Yeah! Natürlich. Es ging ja darum, dass wir die Waren zurückholen. Also müssen wir hier jetzt das Lager kaputt machen, damit wir die alle uns nehmen können. Ne, das geht schon ganz gut. Glaubt aber eben gerade Türklingel, da muss ich mal hin.
Spiel läuft ja auch noch nicht weiter. Also von daher. Ne, haben sie. Jo. Dann sind wir gerade wieder rechtzeitig. Und. So, jetzt sollen wir die gestohlenen Waren zurückbringen. Da müssen wir die Jungs wieder nehmen und. Rechte Maustaste. So, jetzt drücken wir die 1. Wo ist die Druidin? Und dann gehen wir hier mal hin. Wir haben ein Gebiet entdeckt. Aha. Hier seht ihr irgendwie so, ne? Das ist markiert. Und jetzt läuft wieder ein Timer. Jawohl. Und wenn der fertig ist, klicke ich dann drauf und dann geht es weiter, wie auch immer. Gut, alleine geht es nicht. Draufgeklickt. Das sieht nach einem sehr überstürzten Aufbruch aus. Fast alle Waren sind weg und es scheint nichts Wertvolles mehr hier zu sein. Ja. Ein paar Steine, einige Papiere, Überreste von Karten und kaputte Waffen. Sie haben offensichtlich nicht mit unserem Widerstand gerechnet. Vielleicht ist ja etwas in diesen Trümmern zu finden. Ich werde alles mitnehmen und es mir in Ruhe ansehen. Ja. Gut. So, jetzt holt ihr schon, beginnt das Treffen. Der Rat verlangt nach... hier wieder hin. Und eine Belohnung abholen. Ja, da müssen wir erstmal drauf warten jetzt. Abgeschlossen. Gut, da ist auch nichts. Hier ist auch nichts weiter. Ne? Das ist nur jetzt hier. Und gut ist. Die Sachen werden abgeholt. Hier haben wir 10, die das erstmal holen. Da haben wir noch ganz viel. Die haben wir erstmal zu tun. Das sind ja auch weite Wege hier jetzt. Also lassen wir die erstmal agieren. Ja, hier ist noch. Ja, das ist hier auch erstmal nichts Interessantes für uns, so wie es aussieht. Ne, da laufen unsere Jungs. Hallo Jungs. Immer bereit. Ja, dann schicken wir die mal hier hin. Ne, wenn es schon sein muss. Und dann werde ich mal den. Warte mal, der muss hier irgendwo sein. Den Automatismus wieder ausschalten. Guck mal, wir haben genug. Und ich drücke mal rechts. Zack, ist der ausgeschaltet. Ne? Wir können jetzt auch Wächter machen. Und Bogenschützen, weil wir ja die Sachen abgeholt haben. Und da waren diese Teile dabei. Ne, machen wir ruhig noch ein paar Bogenschützen. Die sind immer hilfreich. Stehen keine Träger zur Verfügung für die Rekrutierung. Ja. Ne, das ist nix über hier. So, aber wir können ja noch ein paar Häuschen bauen, oder? Mal gucken. Ach, brauchen wir auch nicht. Das wird sich gleich auflösen, das Ganze. Ne? Sägewerk. Keine Träger mehr, weil wir so viele Soldaten gemacht haben. Ne? Also Achtung. Mein leichtester Auftrag heute. Nicht zu viel machen. Nanu, was haben wir denn da? Na, was haben wir denn da? So, dann machen wir mal ein paar Häuschen hier.
Rekrutierung abgeschlossen. Wie viel Brot haben wir denn überhaupt? Oh, hier, guck mal, wir haben ordentlich viel Brot und sogar Mehl und so. Das ist doch wunderbar. So, hier haben wir noch Metall, da Barren und Kohle. Das alles super vorrätig. Das gefällt mir. So. Ne, jetzt haben wir aber keine. Dann machen wir mal hier. Ein paar Ingenieure, ne? Brauchen wir ja jetzt doch ein bisschen mehr. Wir so viel schleppen müssen von da ganz hinten. Ne, so. Dann können wir hier jetzt raufklicken und weiter geht's. Wir waren zu spät. Sie ist weg. Sie ist entkommen? Was? Das ist inakzeptabel. Ich fordere, dass wir ihr umgehend folgen. Das geht nicht. Ich verstehe, dass ihr hinter ihr her wollt, aber ich weiß nicht, ob wir euch helfen können. Wir brauchen euren Schutz. Mag sein. Aber ich habe mein Volk nicht vor dem Krieg gerettet, um es in einen neuen zu verwickeln. Das ist klug. Solange diese Diebe hier frei herumlaufen, ist weder mein noch euer Volk sicher. Die Königin der Banditen wird auf Rache sinnen. Und ihr wollt bestimmt zurück, was euch gestohlen wurde. Ging auf Bandits. Darum geht es doch gar nicht. Sie könnten jederzeit wiederkommen und wir sind schutzlos. Ja. Die Maru sind ein friedliches Volk, für keinen Kampf gerüstet. Sie würden uns niedermetzeln. Wir können euch zeigen, wie man sich verteidigt. Aber das braucht Zeit. Wir müssen reparieren, was sie zerstört haben. Und bald wird diese Insel für zwei Völker zu klein sein. Sehr bald. Sehr bald. Das haben die Banditen zurückgelassen. Ist das vielleicht ein Hinweis? Das sind Gebetssteine. Sie werden für Totenfeiern verwendet. Sie müssen von der Insel Reach stammen. Einem wunderschönen Eiland hier ganz in der Nähe. Würdet ihr überprüfen, ob die Ruinen geplündert wurden? Ich mache uns aufbruchbereit. Der Sieg ist unser. Ja, das kommt aus Prince of the Solar Empire, glaube ich. So, keine Belohnung für diese Partie. Ihr habt bereits Belohnung für diese Mission erhalten, weil ich die ja schon mal gemacht habe. Da habe ich vergessen, die zu streamen, aber macht ja nichts. So, dann können wir auf weitermachen oder verlassen? Ja, wir wollen uns zumindest angucken, wo wir landen. Ne? Da wir einen kleinen Cliffhanger machen. Mal gucken. Machen wir mal weiter. Ne? Da geht es jetzt zur Insel Reach. Ne? Das haben wir ja eben schon gehört. Und konnten wir auch schon ahnen. Ja, ihr seht also Fleisch und Fisch, dann produzieren sie mehr oder zumindest schneller, was unterm Strich ja dann auch mehr ist. Verteidigungsanlagen gegen Feinde. So, da kommt noch einiges auf uns zu. Ist ein Ort von unvergleichlicher Schönheit. Aber etwas Mysteriöses scheint einen auf Schritt und Tritt zu begleiten. Der. Jetzt kommt wieder eine kleine Zwischensequenz und kommt wieder eine kleine Zwischensequenz. Ja, geht doch. Da seid ihr ja. Ich habe einen ersten Entwurf für eine Karte gemacht. Viel habe ich noch nicht erkundet, aber die Maru haben recht. Hier ist es wirklich wunderschön. Ja. Meint ihr? Ich finde, dieser Ort ist so schön wie jeder andere. Ich habe das Reisen satt. Seekrank? Mal wieder? Na gut, ich würde empfehlen, dass wir uns etwas suchen, von wo aus wir die Gegend überblicken können.
Können wir nicht einfach hierbleiben? Die Maru werden uns hier nicht wohnen lassen. Dieser Ort ist ihnen heilig. Also gut. Ich lasse vorsichtshalber die Arbeiter unsere Vorräte auffüllen, falls wir übereilt aufbrechen müssen. Vielleicht sollten wir unseren Gastgebern einen Besuch abstatten. Die Siedlung liegt gar nicht weit von hier. In Ordnung. Das wird schon. Sodele. Wir haben ein Gebiet entdeckt. Ne, damit haben wir jetzt hier eine Entdeckung gemacht. So ein schöner Tag. Und wo sind wir? Sind wir hier? Ah ja, wir sind da, ne? Okay, das soll jetzt erstmal Spielstände. Ich speichere das jetzt mal ab. Ne, das mache ich mal hier. Insel Reach. Und dann haben wir erstmal ein Teil hinter uns. Achso, dann machen wir hier. Das ist ja, da hatte ich auch nur eine Minute. Also das kenne ich noch nicht, was da jetzt auf uns zukommt. Aber das macht nichts. Euer Fortschritt wird gespeichert. Ja, das ist auch gut so. So, damit sind wir wieder am Anfang. Der Verwalter Lao 10007. Warum auch immer. Naja. Ach ja, das ist ja ein Ubisoft-Spiel und da bin ich 007. Diese halb und deswegen. Ja, danke fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Follow, Abo, was auch immer. Und wenn du beim nächsten Video wieder dabei bist. Ich werde das fortsetzen, so nach und nach, dass wir hier vielleicht so ein bisschen die Kampagne auch halb oder ganz durchspielen. Bis dahin wünsche ich viel Spaß beim selber Spielen. Tschüss.